meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von uns. Und zwar waren wir heute mal wieder ein bisschen auf dem Flohmarkt und haben einiges mitgehen lassen. Ja, das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Ja, meine Lieben, das hier ist unsere Ausbeute. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das erste ist eine richtig süße Mütze. Die kommt von Siggy Kid und ist so richtig schön dick und hat sogar noch Ohrschoner. Die, glaube ich, passt Lennox nicht, aber die habe ich mitgenommen für den neuen kleinen Prinzen. Die haben wir bekommen für 1 Euro. Da habe ich für Lennox eine süße Strampelhose mitgenommen. Das sind solche Hosen, wie Jogginghosen, haben ein schön dickes Bündchen und Füßchen unten dran. Und die ist in 62 und kommt ursprünglich von H&M. Ja, auch die habe ich bekommen für 1 Euro, also auch ein Schnäppchen. Und ja, die sind super für zu Hause oder im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann man die auch draußen sehr, sehr gut anziehen. Also echt eine super Hose. Dann habe ich mitgenommen eine lange Sommerhose. Die ist in einem sehr, sehr dünnen Stoff und die sieht so aus. Und das ist 56. Sie wirkt sehr, sehr klar. Kommt ursprünglich von Essex Family, genau. Und auch die gab es für 1 Euro. Dann habe ich einen ganz tollen Pullover mitgenommen. Der ist in 68, glaube ich. Ich schaue nochmal. Ja, der ist in 68, sieht aber aus wie 62, wenn nicht sogar 56. Und der ist auf jeden Fall für Lennox, so sieht der aus. Einfach grau. Und dann steht drauf, Daddy's best present ever. Fand ich so süß. Und deswegen musste ich den einfach mitnehmen. Das nächste ist ein Halstuch. Das sieht so aus. Das ist ein bisschen zerknickt. Ja, auf jeden Fall ist es auf der einen Seite ist es gestreift und auf der anderen Seite dunkelblau. Fand ich super, weil Lennox generell noch so ein Halstuch braucht. Er hat nur eins. Und deswegen habe ich das mitgenommen für 50 Cent. Echt ein super Schnäppchen. Übrigens, der Pullover hat auch nur 1 Euro gekostet. Ja, und das Halstuch fand ich so süß. Das musste dann auch nochmal mit. Dann habe ich noch eine süße Sommermütze für Lennox gekauft. Ich brauchte unbedingt noch eine. Und ja, die ist super schön, die Farben sind total klasse und hat halt so ein kleines Cappy vorne dran, so ein kleines Dach und passt Lennox perfekt. Ich dachte mir, die ist ein bisschen zu groß, also hier steht drinne 38 bis 41 cm Kopfumfang. Lennox hat aber nur 35, deswegen dachte ich mir, die ist ein bisschen zu groß, aber die passt perfekt, sogar beinahe zu klein. Und die haben wir geschenkt bekommen und die finde ich super klasse und die steht Lennox recht gut. Und wir brauchen ja unbedingt eines, wisst ihr. Dann habe ich als letztes mitgenommen einen ganz normalen dunkelblauen Kurzarmbody. Ich dachte mir, damit kannst du nie was falsch machen. Und Bodies haben nur 50 Cent gekostet bei der netten Dame. Und der ist von H&M und einfarbige Bodies in dunkelblau habe ich noch gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du den einfach mit. Weil die kann man super unter der neuen Latzhose von uns tragen. Da habe ich nämlich überhaupt nichts, was man da untertragen kann. Und deswegen habe ich den einfach mal mitgenommen. Finde ich auch super schön. Das ist echt eine tolle Farbe, ist das. Und das ist 62. So, das letzte große ist ein neues Bettwäschenset für Lennox. Ihr wisst ja, wir haben das Set von Ikea. Das blau-grün gestreifte mit den Männchen. Und zwar haben wir dieses hier gekauft. So sieht die Bettwäsche aus. Felix, nein. 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 Leg dich ab. Ja, das ist so ein süßer Elefant drauf mit einer Maus. Fand ich richtig süß. Und auf dem Kissen steht, give me a good night kiss. Finde ich richtig süß. Also das hier ist das Kissen. Und was ich auch super praktisch finde, es hat den Motel-Verschluss sozusagen. Also ja, solchen Verschluss haben die im Motel immer. Also keine Knöpfe, kein Reißverschluss, sondern einfach nur... das Kissen wird reingetan, wird hinter diesen dieses kleine Stück Stoff geklemmt und so rutscht das Kissen nicht mehr raus. Finde ich super praktisch. Erst recht im Babybett sind Knöpfe und Reißverschlüsse ja nicht so gut.
Und ja, von hinten ist es nochmal so ganz gestreift. Fand ich auch super schön. Und es passt perfekt zu Lennox vielleicht bald neuem Zimmer. Denn ich bekomme vielleicht das Zimmer meiner Schwester. Das ist doppelt so groß wie meins. Und dann wird Lennox 15 Quadratmeter nur für sich bekommen. Und das ist echt super, weil ich kann dann schön malen für ihn. Und er soll dann so einen Elefanten an die Wand bekommen. Und da freue ich mich riesig drauf. Und deswegen habe ich auch diese Bettwäsche mitgenommen. Einfach, weil er dann zwei hat. Ich glaube, das ist ganz gut, weil er dann auch ein großes Bett bekommt. Und ich glaube, Bettwäsche kann man nie genug haben. Ja, die Decke ist ein bisschen größer. Ist natürlich normal. Und ich versuche sie euch trotzdem mal zu zeigen. Denn auch die ist super süß. Die hat aber leider Knöpfe. Finde ich jetzt nicht so toll. Ja, aber das hier ist das Motiv der Decke. Ich weiß nicht, ob ihr es komplett seht. So sieht das aus. Super schön. Hier sind wieder die Elefanten und die Maus. Und Let's Play a Little Bit steht drauf. Good night. Richtig süß. Da mit so spielenden Elefanten und Mäusen. Fand ich richtig süß, das Set. Und ja, darunter ist sie dann gestreift. Und ja, der Rest der Decke ist dann auch gestreift. So sieht das Ganze aus. Das müsste halt einfach perfekt in Lennox neues Zimmer passen, weil ich halt Elefanten an die Wand machen möchte und allgemein das Zimmer ein bisschen elefantisch einrichten möchte. Ja, und da fand ich diese einfach super süß. Und die habe ich bekommen für 2 Euro. Das ist also dazu noch ein super Schnäppchen. Ich meine, bei Bettwäsche kann man nie was falsch machen. Und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Das war's dann auch von unserem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.